Ja, danke schön. Danke, 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 ja. Also ja, mein Name ist Theo Maaßen und ich komme aus Holland und ja, ich hab jetzt auch ein richtiges Feriengefühl. Ich bin im Ausland, alles ist anders hier, alles ist neu. Auch die Mädchen sind anders. Heute Mittag habe ich ein deutsches Mädchen begegnet, Brigitte, und das war für mich etwas ganz Besonderes. Wir haben nur 5 Minuten miteinander geredet und das war schon, als ob wir uns schon seit Jahren kannten. So langweilig. Ja, aber ich glaube, ich habe kein wahrhaftiges Bild von Frauen. Ich schaue mir zu viele Pornos an. Und ich habe mich vorgenommen, damit endgültig aufzuhören. Es verunsichert mich ja nur. Da hält ein Mädchen einen Riesenschwanz fest und die passt dann nicht mit ihrer Hand drumherum. Und natürlich, ich weiß auch, die sind nicht durchschnittlich, das sind ja alle Mädel mit Glitzer, kleine Händchen. Aber trotzdem. Ja. Ich bin 40 und ich denke oft, was mache ich mit meinem Leben? Ich bin 40 und ich kapiere noch immer nichts. Ich habe so viele Fragen. Ja, zum Beispiel die Feuerwehr. Wenn die Feuerwehr ausrückt, dann rutschen die Männer immer an so einer Stange herunter. Weil das nun mal schneller geht, als die Treppe runter zu laufen. Aber dann frage ich mich, wenn es so wichtig ist, dass die schnell herunterkommen, warum sind die dann oben? Doch merkwürdig. Ja, ich weiß auch, zu viel Fragen ist nicht gut. Niemand ist schlau genug, um seine eigene Dummheit zu erfassen. Aber ich kann es nicht ertragen. Raumfahrt kostet Milliarden. Aber warum? Weshalb? Weswegen? Die wollen herausfinden, ob es außerirdische Intelligenz gibt. Na, entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht. Ist einfach. Und okay, angenommen, die existiert, gibt es immer nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder die sind schlauer als wir oder die sind dümmer. Ja, wenn die dümmer sind, brauche ich die gar nicht kennenzulernen. Wenn die schlauer sind, finden die uns ja viel schneller als wir sie. Alles umsonst. Ja, ist alles umsonst. Ja, wir Menschen denken, dass wir die intelligenteste Tierart sind auf diesem Planeten. Aber ich finde das immer fragwürdig, wenn ich einen Hund sehe, der seinen Sack leckt. Ja, okay, wir können aufrecht laufen, Hunde können das nicht. Aber wenn ich die Wahl hätte, ich weiß nicht. Jetzt denke ich mir, aufrecht laufen klappt auch nicht von einem Tag auf den anderen. Da sind Jahre verstrichen. Also muss es auch jahrelang Hunde gegeben haben, die da gerade nicht rankamen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was nun wirklich los ist in der Welt. Keinen blassen Schimmer. Ja, haben die Menschen natürlich nie gehabt. Ja, während dem 30-jährigen Krieg sagt da keiner nach 15 Jahren, na endlich, wir sind auf der Hälfte. Aber wie soll man das alles deuten? Die Radikalisierung des Islams, die gespannten Verhältnisse im Nahen Osten, die Bombardements, Tausende von Menschen auf der Flucht, heimatlos. Das hat doch mit Fußball eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, aber das Problem ist, es ist nun mal nicht ehrlich verteilt in der Welt. Ist doch alles beliebig. Ist nicht ehrlich verteilt. Wir wohnen hier, andere Leute wohnen in Afrika, die haben immer schönes Wetter. Ja, der erste Mensch kommt aus Afrika. Ursprünglich sind wir alle Afrikaner. Aber einem Teil hat gesagt, hey, wir hauen ab, mal sehen, ob woanders noch was los ist, kommt ihr mit? Haben die anderen gesagt, nö, kein Bock, wir bleiben hier. Ist okay, kein Problem, aber dann müssen die nachher nicht nörgeln, oh, wir haben so einen Hunger. Vielleicht ist das eine gute Idee. Fett, was sie bei den dicken Weibern wegsaugen, um das reinzuspritzen bei ausgemergelten Afrikanern. Ja, haben die zwar immer noch Hunger, aber sieht nicht mehr so unappetitlich aus. Ja. Ja, Elend lasst mich nicht kalt, aber wenn ich ehrlich bin, oft interessiert es mich auch nicht. Ich empfinde nichts dabei.
Ich finde es viel schlimmer, wenn, gerade wenn ich saubere Socken angezogen habe, ich ins Badezimmer ins Nasse trete. Irgendwie bin ich faul geworden. Ich gehe nur noch fremd mit Mädels, die genau dieselbe Haarfarbe haben wie meine Freundin, weil ich keinen Bock habe, hinterher wieder mein ganzes Apartment staubsaugen zu müssen. Ja, das ist nicht nur ich, das sind alle Leute. Das ist eine neue Mentalität. Frauen, die unzufrieden sind über ihre Titten, können innerhalb einer Woche operiert werden, aber wenn du einen Herzanfall bekommst, kommst du auf eine Warteliste. Jede Zivilisation ist zugrunde gegangen nach einer Periode von Dekadenz. Der Dschihad, was dahinter steckt, ist eigentlich ganz einfach. Die wollen, dass wir alle Muslim werden. Und ich denke immer mehr, ja, warum eigentlich nicht? Lass uns alle Muslim werden. Dann wissen die auch nicht mehr, was sie tun sollen. Dann sind wir echt viele. Das Geilste wäre, wenn wir alle Muslim werden, aber einem sagen wir es nicht. Ja. Ja. Und okay, für Frauen wird es wahrscheinlich ganz anders auspacken, aber sagen wir mal ehrlich, ich meine, wenn Frauen Beschwerden haben, dass sie von Männern unterdrückt werden, dann sollen die eigentlich mal sagen, von wem ich dann unterdrückt werden wollen. Ich denke, Muslimmänner machen das eigentlich ganz nett. Wenn das bei uns die Regel wäre, wenn meine Freundin 3 Meter hinter mir laufen müsste, ich würde das ganz anders anpacken. Ich würde den ganzen Tag in Tempowechsel laufen. Ja, plötzlich einen Sprint einlegen, plötzlich anhalten. Nee, das ist kein 3 Meter, oder? Ja, es gibt Leute, die sagen, wenn die Menschheit von Erdboden verschwinden würde, würde niemand uns vermissen. Ich denke, ja, vielleicht haben die recht, aber ich glaube, das ist ein Plädoyer für die Menschheit. Wir haben die Fähigkeit, jemanden zu vermissen. Wir haben ein so viel verfeinertes Gefühlsleben als welches Tier auch immer. Es hat noch nie ein Gnu gegeben mit gemischten Gefühlen. Ja, noch nie ein Büffel, der nicht echt Hunger hat, sondern nur Lust hat zu naschen. Noch nie ein Nashorn, das einen feuchten Furz lässt und hofft, dass niemand es bemerkt. Noch nie ein Kaninchen, der fickt, kommt und denkt, hätte ich besser nicht tun sollen. Dankeschön.